Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Spieltag der GPL, und zwar gegen den Maurice, den Wolfix, und ja, okay, sein Team erstmal. Was gibt's zu sagen? Ich muss sagen, dass ich den Kampf echt sehr unvorbereitet angehe, und das soll jetzt keine Ausrede sein, falls ich mal schlecht verlieren sollte jetzt, und zwar soll es einfach nur halt, in den Raum geworfen sein, weil ich gerade erst aus Köln komme und ja, halt wegen der Gamescom und deswegen auch kaum Zeit für den Teambau investiert habe. Aber wir gehen jetzt in die Team-Preview über. Er hat einen Meistergriff, ein Florges, ein Nidoking, ein Simsala, ein Marmolida, und ein Latias. Und wir haben ein Forstelka, Magdalena, Pixie, Maxax, Galvantula, Marmutel und Latios. Und ich glaube, dass wir hier an der Stelle mit unserem Memo-Swine anfangen könnten, wegen den Steinen, weil, wobei, Steine, ja gut, ne, was machen wir jetzt hier? Tarnsteine würden eigentlich sich kaum lohnen, wobei, es könnte halt den Sash von Simsala brechen, falls er einen hat. Mit was leaden wir hier? Wir leaden mal mit unserem Galvantula, wobei, ihr könnt ja das auch predicten, dass wir jetzt mit Galvantula leaden und einfach jetzt was anderes reinschicken, was uns wehtun könnte. Deswegen, was könnte ein guter Counter gegen Galvantula sein? Ich weiß es nicht, ich werde einfach mit Galvantula leaden, weil ich jetzt gerade echt, mir die Zeit abläuft. Deswegen hoffe ich mal, dass er was nimmt, was mir eventuell, nicht das ganze Spiel versauen könnte. Und Galvantula hat eh den Slash, deswegen denke ich mal, dass wir zu 90% der Fälle wirklich auch die Klebenetze rauskriegen sollten. Nicht, also falls er jetzt irgendwie was hat, was öfter angreifen kann und mein Sash sprechen kann, was ich mal nicht denke. Just Dance, wow, okay. Ich weiß schon, warum Just Dance, okay. Ja, das war wegen der Gamescom, weil da habe ich Just Dance gespielt und dann kam der auf mich zu und dann... okay, er hat seinen Meistergriff. Finde ich ganz okay eigentlich, weil da kann ich mir eigentlich mit leben, oder? Ich weiß es nicht. Und ich wollte halt noch eben sagen, wegen der Gamescom und alles, weil ich war halt in Köln über das Wochenende und deswegen konnte ich halt nicht so viel jetzt vorbereiten. Was aber keine Ausrede sein soll jetzt, und erstmal den Klebenetz hier rausbringen. Und er hat auch echt Pokémon genommen, mit denen ich kaum gerechnet habe, also die ich echt nicht haben wollte. Und dann Steinhagel, okay. Steinhagel muss ich mir jetzt mal aufschreiben, dass er das hat. Rockslide, okay. Dankeschön, lieber Sash, dankeschön. Wir gehen jetzt hier schon mal raus, und zwar gehen wir in unser, ich würde sagen, Latios. Kann Latios einen Steinhagel tanken? Das ist jetzt die Frage. Ja, eigentlich schon, aber wird wehtun. Es wird wehtun, aber wir sind, ich muss gerade überlegen, was ich jetzt machen werde. Es ist ein bisschen... Oder soll ich einfach nur in meinen... Forstelka wechseln, weil... Es sei denn, er hat Fire Punch oder so drauf. Das würde mir echt wehtun. Aber Forstress kann eigentlich kaum was machen. Ich meine, was willst du bitte machen? Lol, okay. Ich habe zwei Pokémon mit Tarnsteinen drauf. Ich habe zwei Pokémon mit den Tarnsteinen. Okay, wir gehen mal in unser Forestress einfach. Go. Denn Forestress, also unser Forstelka, könnte eigentlich die Tarnsteine jetzt hier rauslegen und das würde mir schon enorm helfen. Warum habe ich zwei Pokémon mit den Tarnsteinen drauf? Warum habe ich... egal. Es ist nicht schlimm. Boiling Hand Damage erstmal kassieren. Dankeschön. Und Just Dance und Just Spin ist ein bisschen witzig gerade. ja, gut. Tarnsteine, go. Dein Team war nochmal was? Warte, fuck, ich hab's mir gar nicht aufgeschrieben. Latias, Meistergriff. Dann noch Nidoking, meine ich, hatte er. Marmolida hatte er gehabt. Florges hatte er gehabt. Hatte er Florges gehabt? Ich weiß gar nicht. Hatte er Florges? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin gerade sehr, sehr gut vorbereitet und auch sehr, konzentriert, wie man Dancing King. Die Namen. Alles wegen Just Dance, okay. Finde ich aber irgendwie voll cool gerade. Okay, jetzt mal die Tarnsteine hier rausklatschen und dann kann ich eigentlich hier rausgehen. Und zwar in... In was gehe ich jetzt hier raus? Sinn würde machen,
eigentlich mein Pixie, weil... Nur weil Pixie, ja klar, Pixie würde Sinn machen, ne? Good joke. Wie sieht es aus mit meinem Nido? Nee, mein Maxax wäre keine gute Idee, denn Maxax kann nicht wirklich was tanken von dem Dancing King da. Der Name. Warte mal, kann man Memoswein was machen? Auf was wirst du jetzt gehen? Ich denke mal auf Fire Punch eventuell. Was kann Nidoking so? Forestress. Also Earth Power würde auch Sinn machen, ne? Deswegen, ich weiß es nicht. Earth Power oder Fire Punch? Eins von beiden wird er machen, denke ich mal. Kann das Ding Fire Punch lernen? Das ist jetzt die Frage erstmal. Oder Flammenwurf oder sowas. Fire Punch, ist das Ding so speziell auf... Nicht zuhören, was ich labere. Ich gehe meinen Latios, weil ich glaube, das Latios gerade das beste Pokémon wäre hier, weil es kann halt beides gut resisten. Sowohl eine Bodenattacke als auch halt ein Fire... Irgendwas, eine Feuerattacke. Ja, go Latias. Latios, nicht Latias, Latios. Ich hoffe mal, er geht jetzt hier auf seinen Earth Power, weil Earth Power würde am meisten Sinn machen mit Flamethrower. Eigentlich. Tarnstein, okay. Kann ich eigentlich nicht so mitleben. Nee, egal, eigentlich nicht so. Das finde ich nicht so toll. Nichtsdestotrotz gehe ich hier auf einen Psyshock, würde ich fast sagen. Ich gehe auf einen Psyshock hier. Hast du Tiefschlag? Das ist die Frage. Ich gehe auf einen Psyshock. Wenn er schlau ist, geht jetzt hier auf sein Latias, würde ich fast sagen. Er hat Latias gehabt. Er könnte in Latias gehen. Oder... Ich meine, das Marmolida würde auch Sinn machen, aber gegen das Marmolida haben wir hier den Energieball. Ja, würde er vielleicht schon wissen, dass ich das habe. Weil ich meine, er hat eine enorme Pflanzenschwäche. Er hat Marmolida, er hat Gastrodon, er hat... Moment, da war noch einiges, glaube ich. War da noch was? Donphan war da noch, genau, Donphan war da noch. Deswegen würde er, glaube ich, den Energieball auch predicten können. Er geht raus, okay, was gehst du raus? Meistergriff, please, Red Dancer. Red Dancer. Latias, okay, Latias finde ich gar nicht gut. Weil das Ding ist, wir haben hier eine HP drauf, die meine Speed verlangsamt und deswegen... Also ich habe jetzt hier HP Rock drauf, wegen seiner Pins hier und HP Rock macht halt bei Speed 349 insgesamt und er hat halt 350, deswegen ist der auf alle Fälle schneller. Und deswegen gehe ich jetzt hier auf mein Pixie, würde ich sagen, eigentlich. Oder eventuell... Nee, Forestress nicht. Wobei, Forestress würde eigentlich auch klar gehen, wegen Tarnsteine rauskriegen. Also, wegspenden, ne? Oder... Clefable würde eigentlich... Du könntest aber eventuell Psyshock haben. I don't know. Was mache ich jetzt hier? Moment mal, wie sind die weiter von Clefable? Level 50. Ja, es passt eigentlich alles. Doch. Moment, eine Sekunde. Ich war soweit. So. Und, ja. Psyshock würde mir echt wehtun können. Ich glaube, ich... bleibe ich drin? Gehe ich raus? Weit drin? Er könnte... Er wird auf den Draco gehen. Ich gehe mein Forestress. Oder? Pixie. Geh bitte auf den Draco, weil dann habe ich eine Art Free-Switch-In gehabt. Aber das ist auch zu offensichtlich, oder? Er geht raus. Okay, er geht raus in sein.
Blushizumi, okay. Damit komme ich eigentlich ganz klar, weil... wobei... Komme ich damit klar? Ja, Moonblast macht halt ein bisschen... Macht dann nicht schon Schaden, ne? Wobei, ich könnte mich halt Call Minden eigentlich und dann einfach nur... Ne? Ich gehe mal auf den Call Mind. Wobei, er macht ein... Er macht schon viel Schaden. Er macht knapp 30%, falls der... Ja doch, er macht knapp 30%. Gehe ich hier auf den Call Mind oder gehe ich hier raus wieder? In was kann ich jetzt hier rausgehen? Ich könnte in mein Forestress rausgehen, weil Forestress ist, glaube ich, ja, so die beste Option eigentlich hier. Ich gehe in Forestress rein. Hast du nie Flammenwurf mit dem Ding? Hab keinen Flammenwurf, bitte. Hab keinen Flammenwurf, please. Kann das irgendwo Flammenwurf lernen, Flock? Ich weiß es gar nicht. Falls es das kann, dann wäre das ein bisschen doof für mich jetzt. Wobei, wer spielt bitte Flocks mit einem Flammenwurf? Ach, jetzt kann kein Flammenwurf, alles klar. Ist alles klar. Mondgewalt, okay. Mondgewalt sollte nicht so viel Schaden machen eigentlich. Wobei, doch sollte es. Doch. Ja gut, ne? Will ich jetzt hier noch ein Mondgewalt riskieren und einfach auf den Tanz, auf den Turbospinner, auf den Turbodreher gehen? Turbospinner. Moment mal. Noch eine Mondgewalt kann ich eigentlich tanken. Deswegen glaube ich, gehe ich auf eine Turbodreher an der Stelle. Oder Gyroball macht Gyroball Sinn? Wartet mal. Nicht wirklich, weil es macht kaum Schaden. 25% höchstens. Ich gehe auf den Turbodreher. Er geht raus, okay. Nidoking würde ich fast schon sagen, weil er wahrscheinlich mit ihm. Er geht auf. Nein, warte, er geht auf Meistergriff, okay. Gegen Meistergriff bin ich eigentlich ganz gut vorbereitet, weil. Da haben wir. Wobei, ja. Wir können jetzt hier ganz easy uns Wall switchen. Wartet mal, Meistergriff, Conkeldurr. Ja, gut, ne? Wobei Meistergriff macht schon ordentlich Schaden. Ordentlich viel Schaden. Wobei, wir sind schneller als der Meistergriff. Deswegen. Wobei, nein, wobei doch sind wir. Wir sind schneller. Wir sind schneller als der Meistergriff und. Ich würde sagen, wir können hier eigentlich jetzt. Auf den Wortswitch gehen und. Oder soll ich so rauswechseln? Hier auf den Wortswitch. Er ist schon. Okay, gut, er ist schneller. Warum ist er schneller? Ist mein Forestus ich so langsam? Wow, okay, wir können uns aber trotzdem gut tanken, seinen Drain Punch. Deswegen können wir jetzt eigentlich hier an der Stelle in irgendwas safe reinwechseln. Ich glaube, ich gehe in mein Nicht-Sadomado, also nicht mein Butter, mein Max Sax, weil es wird nichts tanken von dem Teil und. Wobei, nee, nicht wirklich, es wird nichts tanken können. Ice Punch wird mir echt wehtun. Er hat noch Rockset, okay, er hat Rockset, das muss ich mir merken. Was kann ihn jetzt hier one-shotten? Was könnte ihn one-shotten? Latios mit. Wartet mal. Ich könnte das riskieren. Ich könnte meinen Latios reinwechseln und einfach Draco mit. Bei Draco mit hier würde kaum Schaden machen. Warum ist dieses Conkeldurr so schwer zu besiegen? Warte, ich hab noch mein Magdalena. Mein Pixie könnte eigentlich noch einen guten Job machen. Wobei. Er hat jetzt Match Punch, er hat Drain Punch, er hat den Steinhagel. Hat der Poison Jab drauf? Hat der Poison Jab? Hat der Ice Punch? Ich gehe mein Latios.
Ich gehe in mein Latios. Will ich wirklich auf den Draco gehen und mit dem Switch in sein Latias rechnen? Und damit könnte ich nämlich das Latias ganz easy aus dem Weg räumen. Und aber Eispunch könnte mir echt zum Verhängnis werden, deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Das könnte mir wirklich zum Verhängnis werden. Ich gehe auf den Draco mit, ja. Ich will nicht overpredicten, aber ich... Aber der... Gehst du in deinen Latias jetzt rein? Bitte geh in deinen... Go, Draco mit, ja. Geht raus. Bitte geh in Latias. Bitte geh in Latias. Bitte geh in Latias. Danke, lieber Gott. Okay, das Latias ist auf dem Weg. Das Latias hat mir wirklich die meisten Sorgen gemacht mit dem Pinsir. Die Wein-Pokémon haben mich so aus dem Wind gebracht. Und okay, Latias ist schon mal weg jetzt. Das finde ich super gut. Bist du weg? Okay, doch, du bist weg. Ich wollte gerade sagen, das tankt doch niemals ein Draco-Meteor. Gut, das Latias ist jetzt mal weg. Das, jetzt können wir uns eigentlich ein bisschen freier fühlen, weil das Latias hat mich echt ein bisschen bedrückt hier. Und Latias hat noch volle KP, oder? Volle KP, ja, klar. Wir sind noch bei Full KP, glaube ich mal. Doch, die Tarnsteine sind draußen, also die sind weg. Okay, jetzt haben wir eigentlich einen Vorteil, weil jetzt können wir alles, was er hat, auf minus 1 Speed bringen, glaube ich, weil er hat nichts, was noch schweben kann oder Typ Flug hat. Also könnten die Klebenetze eigentlich jetzt alles verlangsamen und ja. Es sieht eigentlich gut aus für mich. Also ich hatte wirklich echt Angst gehabt vor dem Kampf und hatte echt sehr Bange gehabt, aber es geht so, wie ich es irgendwie will. Er hat noch den Nidoking, er hat noch sein Florges, er hat noch seinen Meistergriff. Was war noch im Team drin? Was war noch im Team? Da ist jetzt die Frage. Warum kann ich einfach ein Bild von dem Team machen? Warum kann ich mich einfach daran denken, ein Bild zu machen? Ich bin so unkonzentriert. Ich weiß es, aber Magic Dance, okay. Magic Dance ist sein Simsala. Finde ich gut, weil gegen Simsala, er hat Magic Guard. Finde ich nicht so gut. Okay, Magic ist ja klar, ja, weil Tarnstein-Damage und so. Jetzt hat er wahrscheinlich den Sash drauf. Okay, Moment mal. Latios gegen Simsala. Wer hat hier das bessere Matchup? Wer hat hier das bessere Matchup? Er hat mit Shadow Ball echt die guten Karten. Die könnten echt wehtun, der Shadow Ball. Aber bei minus 2 Special Attack, da gehe ich lieber raus. Und zwar würde ich sagen in mein Pixie. Doch, Pixie würde am meisten Sinn machen hier. Oder? Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal in Pixie rein. Will ich ein... was mache ich jetzt? What do I do? Mein Pixie könnte das Ding halt Moonblasten und so, ne? Das würde schon ein bisschen gut tun. Ich gehe mein Pixie rein. Psychic würde halt viel Schaden machen vom Simsala aus. Also muss ich halt aufpassen bei der Psychokinese. Wenn jetzt aber hier auf den Shadow Ball geht, bin ich eigentlich ganz gut dran. Zauberschein, okay, damit komme ich eigentlich. Ja, Zauberschein. Lass mal aufschreiben. Deswegen, da bist du. Okay, will ich hier für ein Gedankengut gehen? Will ich hier für ein Gedankengut gehen? Ja, das will ich. Ich kann mindestens zwei. Psy-Shock, okay. Das kann mir schon ein bisschen mehr wehtun. Das war jetzt ein bisschen doof gerade. Okay, das war ein bisschen sehr doof gerade. Denke ich noch an Psy-Shock? Ich glaube nicht so. Ich glaube nicht so. Ah, das ist gerade richtig doof.
Das ist gerade richtig doof. Sascha wird mich killen können. Fast. Es macht, wobei, doch, es wird mich schon. Ja, wobei, es macht ca. 82 bis 97 Schaden. Und wir sind bei 92. Wir könnten es riskieren oder auch einfach rausgehen und sicher sein, aber. Will ich mal so eine Foliolo machen? Ich könnte halt eigentlich in meinen Latios rein. Ja, ich gehe in Latios rein. Weil ich denke, dass Latios eigentlich einen Psyshock gut tanken kann. Sollte es eigentlich. So ungefähr. Wir gehen mal in Latios. Weil Latios macht aber nicht wirklich. Ja. Er könnte halt den Sash haben. Das Sash wäre halt ein bisschen doof für mich. Ich gehe einfach in. Auf den Moonblast. Oder? Okay, komm. Den tankst du, Pixie. Den tankst du, Magdalena. Den tankst du. Bitte. Dankeschön. Danke, Pixie. Ich wusste, dass du ihn tankst. Ich wusste es. So, jetzt aber. Special Tech Drop noch, dankeschön. Und jetzt können wir uns easy hier rauswechseln. Und zwar ganz, ganz schnell in Latios. Und wobei. Mag. Warte mal. Memoswine. Kannst du einen Psyshock tanken? Kannst du einen Eishat? Würde schon einen guten Schaden machen. Wobei, man muss meinen, es ist ein bisschen früh jetzt hier an der Stelle. Ich gehe in mein Latios rein. Ich gehe in Latios rein. Weil einfach, weil Latios irgendwie gerade am besten wäre. Weil ich meine, Psyshock tank ich locker easy. Und, Zauberschein, das ist ein bisschen doof jetzt gerade. Tank ich aber. Nach dem Drop vor allem und. Ich glaube, ich gehe jetzt hier für einen Energieball. Oder für, warte mal, Latios. Was, wie viel Schaden machst du? How much damage do you do? Tryscarf. 50. Bam, bam, bam. Ich bin schneller, auf jeden Fall. Nach dem Job vor allem. Ich bin auf jeden Fall schneller. Wobei, macht eigentlich Magie. Kann Magieschild die Klebenetze überwinden? Das ist jetzt eine gute Frage. Kann Magieschild die Klebenetze überwinden? Moment mal. Magic Guard. Sticky Web. Ich glaube nicht, oder? Ich denke mal nicht. Ja, lol, ich weiß es gerade gar nicht, ob das jetzt. Hat der gerade einen Minus-Drop. Hat der gerade einen Speed-Drop bekommen? Ich gehe mal auf einen. Ich gehe auf einen Energieball. Okay, gut. Magic Guard wird. Okay, Magic Guard macht das nicht. Okay, alles klar. Ich muss gerade nachgucken, ob Magic Guard wirklich jetzt hier sein Sticky Web stoppen kann, aber anscheinend ja. Anscheinend nein. Genau, anscheinend nein. Deswegen waren die auch schneller. Ich muss gerade noch nachdenken, weil ich mein Magic Guard würde eigentlich. Sinn machen, das Sticky Web zu stoppen, weil ich meine, wenn es schon die Tarnsteine negieren kann, würde es eigentlich Sinn machen, auch die Sticky Web irgendwie umzugehen. Aber, ja. Mal sehen, wie es jetzt hier wird. Er hat jetzt noch seinen Meistergriff, sein Nidoking, sein Marmolida und sein Florgis. Und gegen alles bin ich eigentlich gut dran, außer Florgis.
Er würde jetzt hier in Florges reingehen und Florges finde ich eigentlich sehr doof, weil, Florges halt, ich meine, habe ich gegen Florges halt nicht irgendwas Gutes? Ich habe meinen Maxax, aber Maxax ist nicht wirklich was. Ich habe da nämlich einen Iron Tail drauf und Iron Tail könnte halt einen guten Schaden machen, aber nicht ausreichend, das Ding hier zu killen. Komm schon, geh in was nicht Florges ist. Geh in dein Momolita, geh in dein Nidoking, gegen Meistergriff, aber nicht in Florges. Gegen Meistergriff habe ich jetzt Psyshock, gegen das Nidoking habe ich Psyshock, gegen Momolita habe ich doch, da habe ich das Energieball noch drauf, den Energieball, Entschuldigung, und so, reicht jetzt ein Psyshock hier aus in der Stelle? Reicht der Psyshock aus? Ich denke mal schon, auf jeden Fall, oder? Er reicht aus, okay. Ja, doch, er reicht aus. Okay, go. Psyshock. Also Match Punch könnte mir ungefähr 20% ziehen. Aber damit komme ich halt nicht ganz so klar, weil ich meine, die paar Prozent, auf die kommt es auch nicht mehr an. Okay, geht nicht auf sein. Okay. Ich meine, der Matchpunch hätte halt ein bisschen mehr gedrückt, aber alles klar dann. Also Latios ist gerade ein bisschen am Spaß haben. Ich meine, go Latios, flieg und zeig ihnen, was du drauf hast. Also ich mag Latios echt gerne in der Zeit. Also Latios in der GPL macht richtig viel Spaß, weil es einfach so viable ist und einfach wirklich, powerful ist. Powerful, sehr gut gedeutscht. Gut, Nidoking, Meister, noch Nidoking, sein Marmolida und sein Florges hat er noch. Ich denke mal, es wird sein Florges reinkommen, weil, ich meine, Florges macht am meisten Sinn eigentlich. Wieso viel? Marmolida, okay. Naru! Jetzt kann ich hier eigentlich an der Stelle für einen Energieball gehen, weil ich denke mal, dass Marmolida eigentlich, Moment mal. Nicht mehr muss sein, Marmolida. So, Level 50. Ja, ich glaube, wir gehen auf den Energieball jetzt an der Stelle, weil der macht schon knapp über 50%. Deswegen, nö. Sind wir schon gut dran. Oder auch ein bisschen mehr. Okay, Wunschtraum. Eieieiei. Gehst du jetzt hier auf den. Gehst du jetzt hier raus in den Nidoking oder was machst du jetzt? Ich gehe mal von Psyshock, weil falls er jetzt hier rausgeht. Schutzschild, okay. Schutzschild, alles klar. Weil ich meine, er könnte halt auch den Wish halt drüber passen, aber. Ja. Noch ein Energieball könnte er aber nicht mehr denken, glaube ich. Noch ein Energieball kann er nicht mehr denken. Nee. Eigentlich nicht so. Okay, gut. Das sollte es gewesen sein für das Marmolida. Oder? Ja, okay, das war's. Nidoking und Florges noch, aber mit Nidoking komme ich gut klar. Mit Florges nicht so. Das wird mir ein bisschen Probleme jetzt bereiten, das Florges. Da muss jetzt irgendwie hier rumkommen. Lushizumi, okay, Florges ist da. Na, Florges, wie geht's dir so? So, Moment mal, Florges, only use defensive. 50, Level 50 und ein Moonblast wird ausreichen, mich zu killen, aber Psyche, ja, auf jeden Fall wird es ausreichen. Ich gehe hier raus und zwar gehe ich hier in mein, ich würde schon fast sagen, mein Mammoswine, weil Mammoswine einfach. Jein. Doch, ich gehe Mammoswine rein, ich gehe Mammoswine. Weil das kann halt Moonblast gut tanken und Earthquake macht schon richtig guten Schaden. Deswegen sollten wir eigentlich ja gut dran sein. Sollte knapp 60% machen, laut dem Damage Calculator. Okay, wird auch Gerz gemacht. Ich gehe hier von Erdbeben. Sollte nicht ausreichen, aber sollte schon richtig guten Schaden reindrücken und deswegen bin ich eigentlich ganz gut dran hier. Ich sag so oft, ich bin ganz gut dran, aber ich bin halt auch ganz gut dran.
Warum bist du... Okay, warum warst du jetzt schneller als ich? Du bist... Bitch ist gescarft. Du bist doch gescarft, oder? Es sieht gerade gar nicht wirklich gut aus. Es sieht gerade gar nicht gut aus. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Wenn der gescarft ist, bin ich doch niemals schneller. Warte mal. Fuck. Ruhig bleiben, okay. Ruhig bleiben. Das ist gerade ein bisschen sehr doof. Fuck, die Zeit läuft ab. Da ist der Eiskart mal gescarft. Latios, ich weiß nicht, was soll ich bitte machen jetzt? Dieser Play mit meinem Muskel war gerade so fatal. Der war gerade richtig fatal. Wie ist der jetzt schnell? Warum war der schneller als ich? Hä? Nee, verstehe gerade gar nichts. Ja gut, ne? Er hat jetzt eigentlich hier gewonnen, weil er hat hier gewonnen, Herr Schott. Er hat gewonnen. Ich meine, ich habe nichts, was wirklich schneller als sein Ding da ist. Wobei, ich habe noch was. Wobei, ja, ich finde Psyshock. Quit, please. Okay, RIP, du paralyzed, RIP. Der Zug mit dem Mammutsmann war so fatal. Wie kann ich so einen fatalen Zug machen? Anasi ist aber, glaube ich, schneller als sein Blue Shizumi. Glaube ich, hoffe ich. Es ist gerade alles doof. okay. Ich gehe für einen Backbass. Oder soll ich für einen... Ich glaube, ich gehe für einen Energieball. Okay, wir sind schneller. Alles klar. Er hat ernsthaft gescarft? Ich meine, warum war er schneller als mein Mammoswine? Ich meine, eigentlich bin ich halt... Alles klar. Dancing gegen den Nidoking kommt jetzt hier rein und gegen Nidoking bin ich eigentlich jetzt hier in der im Vorteil, weil ich habe hier noch mein Galvantor da und Galvantor da kann mit Käfergebrumm eigentlich guten Schaden reindrücken, glaube ich. Oder nicht so? Ich glaube, ich gehe lieber für den Energieball. Ja. Wobei, will ich irgendwie was... Ja. Ich gehe für den Energieball, weil ich glaube, dass Energieball gerade am besten hier ist. Ja, Beben, okay. Ich habe gerade so Angst gehabt vor dem, Okay, er ist live, aber ich bin auf jeden Fall mit meinem Sadomato schneller.
Dieser eine Zug, mit dem Mama uns war und dem Florges war, hatte so herzrasend und. Ich denke mal, dass mein Hexschluss, glaube ich, jetzt alles hier killen kann, ja. Ja gut, ne, GG an dich, Maurice. Also das war echt spannend am Ende und ich wusste nicht, was ich denn machen soll. Ich meine, ein Scarflorges, ich habe fast alles in meinem Team ist fast tot. Ich meine, was soll ich da bitte machen? Und dann auf einmal... Anassi, du kannst noch was reißen. Komm, auf einen Toller. Und dann ging es halt noch quasi so. Ja gut, ne, ich queue einmal hier und, ja. Puh, okay, es war gerade echt so spannend, aber gut, ne, GG an dich, Maurice, war echt sehr spannend und auf jeden Fall auch bei ihm reinschauen und seine Perspektive betrachten und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Kampf, mach's gut und auf Wiedersehen.